Wir haben mit Martin Queller ein erstes System gesehen, was schon relativ lange läuft, ein Early Starter. Jetzt ist mit Holger Juckel von der Baden-Württembergischen Landesbank wird jetzt ein zweites System vorgestellt, was auch ein relativ Early Starter war. Also nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch im Namen meiner Kollegen, die mich bei dem Vortrag unterstützt haben. Ich will mich nicht lange mit dem Inhaltsverzeichnis aufhalten, sondern gleich auch in die etwas graue Vorzeit zurückgehen, und zwar ins Jahr 1999-2000, wobei ich sagen muss, dass ich da ein klein wenig schummle, denn die älteste Folie, die ich zu der Landschaft gefunden habe, ist von 2003, was mein Chef natürlich auch gleich bemerkt hat. Aber es kommt gar nicht so sehr darauf an, was da jetzt an einzelnen Anwendungen und den Datenflüssen hier abgebildet ist. Wichtig ist, dass wir ein sehr heterogenes Anwendungsumfeld haben. Und zwar bewegen wir uns da auf den Plattformen Solaris, und zwar unter Spark, Windows, auch auf dem Host und ein bisschen auch Linux. Sprachen werden bei uns eingesetzt: C, C++, Java, C Sharp und COBOL, meist beeinflusst durch die Anwendungen, die da ins Haus kommen. Im Großen und Ganzen handelt es sich da um relativ monolithische Anwendungen, auch heute immer noch. Ja. Herr Queller hat schon erwähnt, viele von den Systemen sind in den 90er Jahren bereits entstanden, die mit gewissen Import- und Exportschnittstellen bei uns in der Integrationslandschaft landen, und unsere Anforderungen, die miteinander zu vernetzen, beschränken sich größtenteils auf so eine Art Prozessautomatisierung, also eine ereignisgesteuerte Abarbeitung von Prozessketten, in denen verschiedene Anwendungen auftauchen. Eine weitere wichtige Anforderung ist bei uns, dass wir eigentlich immer so einen Realtime-Charakter haben. Also die Daten sollen so schnell wie möglich von einem System ins andere. Wir brauchen eine garantierte Zustellung der Daten, und typischerweise müssen wir auch eine garantierte Reihenfolge bei der Datenlieferung einhalten. Hauptziel ist dabei eigentlich immer so ein Straight-Through-Processing zu haben. Das heißt, ich will an einer Stelle die Daten eingeben und die sollen dann in die nachgelagerten Systeme weiter transferiert werden. Ein typisches Beispiel wäre, der Händler gibt in einem Handelssystem was ein, das fließt dann weiter in ein Front-Office-System, im besten Fall über eine native Schnittstelle, die out of the box mitkommt, und geht dann da weiter in Abwicklung und Back-Office. Die Ausgangslage unserer Integrationslandschaft 1999-2000 war, dass wir da ziemlich viele Schwächen hatten. Es gab sehr, sehr viele 1-zu-1 Verbindungen, also praktisch ein Konglomerat von 1-zu-1 Vernetzungen zwischen den einzelnen Anwendungen. Die waren in diversen Programmiersprachen implementiert. Wir hatten dadurch recht viel redundante Entwicklungsaufwände. Die Überwachbarkeit war mangelhaft. Wir hatten Probleme bei den Plattformübergängen, wenn die Anwendungen auf verschiedenen Plattformen betrieben worden sind. Es gab eine ganz allgemein starke Kopplung zwischen den einzelnen Anwendungen. Ich bezeichne das hier jetzt als N-zu-M-Beziehungen. Im Prinzip war es so, wenn wir naiv rechnen und wir haben N-Sendersysteme und M-Empfängersysteme, dann haben wir immer gleich N mal M-Schnittstellen. Haben sich überlegt, wie könnte man das verbessern? Zentrale Idee dabei ist, dass man eine technische Entkopplungsschicht dazwischen legt, eine Middleware. Heutzutage auch nichts wahnsinnig Exotisches mehr. In unserem Fall ist es ein Message Bus, also so eine Message-Oriented Middleware. Was wir damit erzielen wollten, war, eine technische Entkopplung zwischen den Anwendungen zu schaffen. Eine Wiederverwendbarkeit bei den Lösungen zu erreichen, dadurch, dass wir das halt in Zukunft einheitlicher machen. Dadurch auch eine gewisse Standardisierung forcieren und das Ganze vereinheitlichen. Und ganz allgemein die Anzahl der Schnittstellenprogramme, ich nenne sie hier Adapter, reduzieren. Also im Idealfall haben wir dann Anwendungen, die nur noch an die Middleware angeschlossen werden und dorthin ihre Daten exportieren, und empfangende Anwendungen, die einfach auch nur an die Middleware angedockt sind und die Daten von dort wieder beziehen. Also im Idealfall dann bloß noch N plus M Adapterprogramme, nämlich genau diese Anschlüsse an den Message Bus. Und für uns sieht im Prinzip die logische Schrittfolge für eine Schnittstelle eigentlich so aus, dass wir eine Senderanwendung haben, die die Daten in irgendeiner Form extrahiert, dann aufbereitet und packt, also so ein
unabhängiges Datenformat bereitstellt. Das fließt über den Message Bus zu den Anwendungen, die diese Daten sehen möchten. Die entpacken das wieder, importieren es in einem Datenformat, das sie verstehen können und haben das so in der Empfängeranwendung. Der Gedanke war dabei auch, dass wir diese Anschlüsse an den Message Bus von den Herstellern vielleicht auch als Teil des Produktes bekommen können, also dass wir das nicht immer selber machen müssen. Die Idee bei unserem Lösungsansatz war, alle Daten, die wir von Anwendung zu Anwendung schicken, sind selbstbeschreibende Nachrichten, Messages. Das sind im Prinzip einfach hierarchische Datenstrukturen und wir verwenden plattformunabhängige Datentypen dafür, war der Gedanke. Zentrales Element, ich habe es bereits erwähnt, die Message-Oriented Middleware, ein Nachrichtenbus, der natürlich irgendwie auf allen unseren relevanten Plattformen verfügbar sein muss. Also da muss es irgendwie APIs dafür geben, um den anzubinden. Dann wollten wir auch ein Framework haben, um die eigentliche Schnittstellenentwicklung, also für die Teile, die wir immer selber machen müssen, zu vereinheitlichen. Das Ganze sollte eine GUI haben und natürlich eine möglichst reiche Standardfunktionalität für die typischen Tätigkeiten in unserem Haus, für die Integrationsaufwände zu haben, also sprich Konnektivität und die Überführung von einem Datenmodell oder Datenformat ins andere, Datentransformation. Die Funktionalität sollte auch durch den Schnittstellenentwickler, der dann dieses Framework anwendet, erweiterbar sein. Und wir haben uns überlegt, die Integrationssprache, in der das Ganze passieren soll, soll möglichst lesbar, wartbar und einfach erlernbar sein. Unser Lösungsansatz sieht so aus, dass das Programm über die GUI als Datenflussgraph gestaltet wird. Da kommt dann auch gleich der Framework-Gedanke ins Spiel. Die Programme bestehen im Prinzip aus den Hauptkomponenten. Es gibt Datenquellen, irgendwelche Konnektoren, Datensenken und die gerichteten Kanten, die diese Elemente verbinden, und entlang dieser Kanten geschieht eine Transformation der Daten. Der Framework-Gedanke dabei ist, wir geben im Prinzip natürlich ein Stück weit die Struktur des individuellen Programms vor. Die einzelnen Elemente kann ich vielleicht ganz kurz zeigen, eine Datenquelle, Datensenke, dazwischen irgendwelche Konnektoren und diese roten Knubbel, das sind die Transformationen, wir nennen sie Mapper, die auf den gerichteten Kanten vollzogen werden. Das Verarbeitungsmodell ist denkbar einfach, aber recht effektiv. Und zwar erhalten wir typischerweise ein Ereignis von außen, also beispielsweise auf dem Netzwerk, auf dem Message Bus liegt eine Nachricht an, die wird dann in der Datensenke empfangen. Die ruft einfach eine Methode des nachgelagerten Konnektors auf. Der ruft wiederum eine Methode seines nachgelagerten Konnektors auf. Und bevor er dieses tut, transformiert er die Daten durch den Mapper, der dieser gerichteten Kante hier zugeordnet ist. Und so läuft es dann durch, bis irgendwann eine Datensenke erreicht wird. Die macht dann irgendwas, mehr oder weniger erfolgreich. Und wenn es erfolgreich war, dann geht die ganze Kette wieder zurück. Also die Methodenaufrufe kehren zurück. Und je nachdem, was für eine Datenquelle hier Ausgangspunkt war, erfolgt dann beispielsweise eine Bestätigung gegenüber der Middleware, also es findet dann ein Handshaking statt und die Daten gelten als erfolgreich weiterverarbeitet an der Stelle. Wir haben eine recht reiche Standardfunktionalität für Transformation und Konnektivität. Ich habe jetzt beispielhaft mal so einen Mapper ausgewählt, da gibt es jetzt halt irgendwie eine ganze Latte von verschiedenen Funktionalitäten zur Datentransformation. Das Ganze sieht so aus, dass die Eigenschaften dieses Mappers dann konfiguriert werden, nachdem ich da einen spezifischen ausgewählt habe. Der hat jetzt dann halt bestimmte Eigenschaften, die der Schnittstellenentwickler dann modifiziert. Also ein ganz einfaches Beispiel, hier wird einfach eine Python-Expression ausgewertet. Diese Schnittstellenkomponenten sind auch durch den Entwickler erweiterbar. Also er kann auch seine eigenen Datentransformationen erfinden, die einbinden, auch in die GUI einbinden und da Funktionalität, an die wir natürlich noch nicht gedacht haben, mit einbinden. Aus dem Datenflussgraph wird dann lauffähiger Python-Code generiert. Kann man wahrscheinlich nicht besonders viel erkennen, ist aber auch nicht wichtig. Und das lauffähige Programm, das benutzt dann
die Komponenten der Komponentenbibliothek und im Prinzip ist es so, dass jedem Element der GUI im laufenden Programm dann eine Objektinstanz der Klasse entspricht, die dieses Element abbildet. Das Ganze hat dann noch ein Kommandozeileninterface, sodass die lauffähigen Programme vom Entwickler konfigurierbar gemacht werden können. Es sieht so aus, dass alle Eigenschaften, die diese Elemente in der GUI haben, vom Entwickler gekennzeichnet werden können. Diese sollen über die Kommandozeile konfigurierbar sein oder eben auch nicht. Und genau die tauchen dann in den Konfigurationsdateien auf und ich kann sie über so ein simples Cursus-Interface ansteuern, um beispielsweise verschiedene Umgebungen abzubilden, wenn jetzt irgendwie was in der Testumgebung installiert wird oder in einer Pre-Live- oder Produktionsumgebung. 2000 ging das erste Schnittstellenprogramm mit der Technologie bei uns in Produktion. Ich habe den Namen PyTAF, wofür das steht, ein bisschen verschwiegen. Zentral war, wie erwähnt, der Message-Bus bei uns. Wir haben dazu den TIP, ein kommerzielles Produkt der Firma TIPCO, eingesetzt. Und für uns war auch die angebundene TIP-API ein wirklich zentrales Element. Deswegen bekam das ganze Ding damals den Namen Python TIP Adapter Framework, PyTAF. Wir haben uns damals in einer Solaris 6 Umgebung unter Spark bewegt. Die Python-Version war 1.5.2. Als GUI haben wir den sogenannten KDE Interface Editor geschrieben. Das war dieses leicht vorsintflutlich aussehende Ding, das Sie gerade gesehen haben. Mit PyKDE und PyQt ist der implementiert. Und die Konnektivität, natürlich zentral die Anbindung an unseren Message Bus. Wir unterstützen verschiedene Datenbanken, Oracle und Sybase. Wir haben eine Anbindung an das Marktdatensystem bei uns im Haus, die Marktdatenplattform, über die Echtzeitkurse bezogen werden. Ja, und dann noch diverse andere, FTP, lokale Dateisysteme, UDP, solche Geschichten. Eine Vielzahl an Mapping-Komponenten habe ich schon erwähnt und ganz wichtiger Punkt, unser programminternes Datenformat waren die proprietären Rendezvous-Messages, das Datenformat, das diese TIP-API mit sich bringt. Heute bewegen wir uns auf einer Solaris 8 und 10 Plattform. Wir sind aktuell auf der Python-Version 2.4.4. An der GUI hat sich leicht erschreckenderweise bis heute nicht viel geändert. Die Konnektivität haben sich eigentlich nur die Versionen, die wir unterstützen, im Laufe der Zeit aktualisiert. Da gibt es keine wahnsinnig großen Neuerungen. Im Laufe der Zeit kamen irgendwann mal noch solche Dinge wie Webservice und HTTP-Unterstützungen dazu. Wir haben eine leicht ausgebaute Anzahl an Mapping-Komponenten, kommt im Laufe der Zeit immer mal wieder was dazu, auch in der Form, dass der Schnittstellenentwickler eine sogenannte Custom-Component praktisch in den Core bei uns dann einbringt. Wichtige neue Komponenten sind Validierungskomponenten, XML-Schema, Schematron, RelaxNG. Das hat einen großen Teil damit zu tun, dass wir irgendwann von den proprietären Rendezvous-Messages weggegangen sind und die nur noch als Container für XML-Blobs verwenden. Das heißt, unsere ganze Kommunikation basiert jetzt eigentlich auf dem Austauschformat XML. Und dazu setzen wir heute auch ein programminternes Datenformat namens XMessage ein, was im Wesentlichen ein Rebranding der LXML Objectify API ist. Wir benutzen die 1:1 und haben dann noch so Support für Datetime und Decimal-Datentypen draufgesetzt. Und das Ganze ist Open Source, also LXML Objectify. Ganz kleiner Überblick über die Evolution unseres Werkzeugs. Wir hatten 1999 Entwicklungsbeginn. 2000 ging das erste PyTAF-Programm in Produktion, basierend, wie erwähnt, auf Python 1.5.2. Die zentrale TIP-API war damals eine C-API, beziehungsweise C++-API in unserem Fall, mit PyCXX gerappt. 2002 kam dann die erste größere Umwälzung, in dem diese Wrapping-Technologie auf Boost Python de facto immer noch der C++-API-Wrapping-Platzhirsch umgestellt wurde. Das war damals Boost Python 1, ziemlich stark modifiziert. 2004 sind wir dann auf Python 2.3 gegangen und die größte Umwälzung dann kam 2006, 2007
mit der Umstellung des internen Programmdatenformats auf die genannten X-Message, also LXML Objectify. Das wird dann in den darauffolgenden Jahren auch immer wieder auf die neueste LXML-Version gehoben haben. Seit diesem Punkt sind wir auch auf Python 2.4.4, also die Uhren ticken da relativ langsam bei uns. Für die Zukunft, wir planen nächstes Jahr umzustellen auf Python 2.7 und die dann aktuellste LXML-Version, ich habe jetzt hier mal 2.3 angegeben, die Wrapping-Technologie, mit der wir die immer noch recht zentrale TIP-API anbinden wollen, ist dann Boost Python V2, da sind wir gerade dabei, das umzustellen. Und unsere Bildplattform, Hauptbildplattform wird voraussichtlich Solaris 10 sein. Was haben wir für Erfahrungen mit dem Einsatz von Python als Integrationswerkzeug gemacht? Wir haben eine ganz gute Nutzung von unserem Inhouse-Produkt. Wir sehen eigentlich eine recht kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Es gibt so ein paar kleinere Dellen. Es hat meistens irgendwie mit Umstrukturierungen in unserem Haus beziehungsweise neuen Technologietrends zu tun. Aber alles in allem wurde das immer überkompensiert durch die stetige Verkomplizierung der Landschaft. Und obwohl es da Bestrebungen gibt, immer mal wieder Anwendungen zusammenzufassen und abzuschaffen, wächst es eigentlich immer zu was noch Komplexerem heran. Also es gibt immer wieder Bestrebungen, zwei Altsysteme durch ein neues System zu ersetzen. Dann gibt es recht lange Übergangsfristen, wo die dann doch parallel betrieben werden müssen. Und dann ist es oft genug so, dass das Altsystem gar nicht stirbt. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben von den Zielen, die damals formuliert wurden, gibt es einige, die wir erreicht haben. Wir haben einen recht hohen Standardisierungsgrad für diese Schnittstellenprogramme. Wir haben ziemlich viel schnellere Entwicklungszeiten. Wir haben unsere Form von Model-Driven Development damit erreicht. Wir können ein Rapid Prototyping für Schnittstellen durchführen und wir können Fachlogikanforderungen sehr agil entwickeln. Also meistens ist es so, wenn Schnittstellenkomponenten begonnen werden, dann ist das Fachkonzept halt bei weitem noch nicht in einem qualitativ hochwertigen Zustand. Auch gibt gute Gründe dafür und da können wir halt recht schnelle Entwicklungszyklen dann fahren. Die Standardkomponenten sind sehr robust. Wir haben eine ganz gute Wartbarkeit für die Schnittstellen allgemein. Das ist zum großen Teil einfach auch der Sprache geschuldet. Was wir nicht erzielt haben, was ursprünglich auch mal ein ausgerufenes Ziel war, war die Adapterentwicklung im Fachbereich durch Nichtprogrammierer zu forcieren. Weil das ist halt doch einfach immer noch ein komplexes Programm, auch wenn da halt ein bisschen eine GUI davor steht, die das ein Stück weit vereinfacht. Und wo wir auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist, das Framework immer kontinuierlich weiterzuentwickeln. Man hat gesehen, in dem Zeitablauf, da gibt es auch große Zeiträume, in dem praktisch nichts passiert. Unsere Erfahrungen mit Python als Integrationssprache sind alles in allem sehr gut. Hier möchte ich herausheben, was ich da wirklich am wichtigsten dabei finde, sind die Lesbarkeit und die Wartbarkeit von Python-Programmen. Das ist für mich der größte Vorteil überhaupt. Features gibt es in anderen Sprachen auch jede Menge tolle. Die Erlernbarkeit, das geht ein bisschen damit einher. Die Erweiterbarkeit für uns, wir sind im Prinzip ein C-Python-Shop, in Bezug auf CC++-API ist auch sehr gut. Der Funktionsumfang, brauche ich niemandem erzählen, von Python standardmäßig sehr gut. Wo wir manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist die Verfügbarkeit von Entwicklern mit Python-Kenntnissen. Ist natürlich einfach nicht so hoch wie beispielsweise bei Java. Und auch, ich habe es jetzt mal in Anführungsstrichen mit Management Attention und Verbreitung bezeichnet. Ja, Java kennt halt jeder und es ist in jedermanns Munde und gerade Entscheidungsträger, ja, die wissen halt da nicht unbedingt mehr drüber, über Alternativen dazu, die vielleicht für den Anwendungszweck sehr viel besser geeignet sind. Aber für uns überwiegen bei weitem die Vorteile und wir hatten eben auch ein Zeitfenster, in dem wir praktisch dieses Produkt in-house realisieren konnten. So, damit bin ich auch am Ende des Vortrags und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So, recht herzlichen Dank. Sind Fragen?
Hallo, Sie haben angesprochen, dass die Anzahl oder die zur Verfügung stehenden Python-Entwickler sehr rar sind. Wie groß ist das Entwicklungs- und Betreuungsteam bei Ihnen? Also wir sind aktuell nur für das Kernprodukt an sich sind wir 3 Leute, aber niemand macht da irgendwie Vollzeit davon Entwicklung dafür. Okay, also meistens Betrieb und Betreuung? Das meiste sind eigentlich dann Entwickler, die das Produkt anwenden, um Schnittstellenprogramme zu bauen. Weil da gibt es ja auch immer noch Code-Teile, die wirklich in Python geschrieben werden müssen oder beispielsweise auch mal Custom Components, wenn irgendwelche neue APIs eingebunden werden müssen. Und grundsätzlich, wenn wir da jetzt irgendwie Unterstützung ins Haus holen, ist es halt leichter, Leute mit Java-Kenntnissen als Leute mit Python-Kenntnissen zu bekommen. Ja, hinten war, glaube ich, noch eine Frage. Kann es wiederholen, ja. Wie geht ihr mit diesem Thema Management Attention um? Also Python Management Attention und Java. Also die Frage war, wie gehen wir mit dem Problem der mangelnden Management Attention um? Schwierige Frage, auf die ich keine richtig gute Antwort habe. Ich habe es gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Bei uns war das wirklich so ein Zeitfenster mit einer offenen Tür, durch die man durchgegangen ist, um so eine Lösung zu etablieren. Ich habe das Gefühl, das wäre heute schwieriger als damals vor 10 Jahren. Obwohl wir eine etablierte, funktionierende Lösung haben, mit der wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist es oftmals so, dass jetzt gerade in der Branche große Player an einer anderen Stelle ins Haus kommen und die dann eine ähnliche Funktionalität mit dem Produkt ins Haus gebracht haben und dann entsteht ein hoher Rechtfertigungsdruck, das praktisch parallel zu betreiben, selbst wenn unsere Lösung in unseren Augen natürlich das geeignetere Mittel der Wahl ist. Ja, also kann ich in der Form nicht beantworten, dass wir da jetzt irgendwie ein Patentrezept gefunden haben. Bei uns in der Abteilung ist das gesetzt als Produkt, um Schnittstellen zu entwickeln und da gibt es einfach die Grundregel, dass Schnittstellen nur in Python implementiert werden. Ich meine, gerade in der Finanzbranche ist ja wahrscheinlich auch so Player wie Accenture oder McKinsey oder so unterwegs. Ich hatte halt gerade genau das Thema, dass dann halt diese Player dann auch auf einen zukommen und sagen, ja, was ist denn das, auch Wartbarkeit und Enterprise und das Ganze. Gab es da auch schon mal so Argumentation? Hä? Ja, Cloud, diese Sau wird durchs Dorf getrieben. Ja, also das ist wirklich ein Problem, dass gerade wenn externe Beratung mit ins Spiel kommt, da eigentlich niemand kommt und sagt, ihr braucht eine Python-Lösung. Da kommt dann, ihr braucht eine Enterprise Java irgendwas Lösung. Und ja, wahrscheinlich ist das so gut. Ich glaube, es hat aber auch einfach damit zu tun, dass die Leute halt selbst nicht unbedingt Erfahrungen damit gesammelt haben und ja, dann halt das weiterempfehlen, womit sie in einem anderen Haus Kontakt hatten. Ich habe das leider auch erfahren, Frau Leiter. War Ihnen das sehr interessant. Es ist einfach so, dass wenn auch externe Consultants, ich rede gegen meinen eigenen Club, aber wenn externe Consultants ins Haus kommen, dass das Programm größer wird und dass es mehr Schmerz gibt, um das Ding zu machen, dass es ganz automatisch auch, wie soll ich sagen, ein größerer Erfolg wird. Also ich hatte noch 2 Sachen. Einmal zu diesem Thema Management Awareness. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob Sie in dem Vortrag waren, mit dieser Python-Broschüre. Das ist genau das, was wir angehen wollen, ne? Dass man halt den Managern halt auch mal ein bisschen näher bringen kann, auch anhand von Beispielen und dann auch konkret sagen kann, guck mal da, in dem Bereich, in der Branche wird das da und da eingesetzt. In der Bankenbranche ist zum Beispiel für Front Arena ist es sehr wichtig, Python zu kennen. Das wird ja damit mit Python als Schnittstellensprache erweitert. Von daher findet man dann durchaus auch Python-Entwickler, die dann halt in dem Bankenbereich dann auch tätig werden können und tätig werden. Die andere Sache ist eine andere Frage, komplett unabhängig davon, würde mich mehr interessieren, es gibt ja solche Auditing-Anforderungen bei Banken. Wie wird das bei dem System umgesetzt? Wird das mit Log-Dateien gemacht oder haben Sie da einen speziellen Mechanismus für? Also das Produkt hat praktisch ein standardisiertes Logging eingebaut, das datiert auch noch vor den Standard-Logging-Mechanismen von Python im Prinzip. Und ansonsten gibt es praktisch Vorschriften, wie ein Logging vor sich zu gehen hat, wobei das immer sehr, sehr, sehr fachlogik-spezifisch ist. Also was dann da tatsächlich in den Log-Files oder in der Meldung an irgendwie ein Überwachungssystem auftauchen soll, das
ist nicht irgendwie in das Produkt eingebaut, sondern das muss der einzelne Schnittstellenentwickler dann entsprechenden Anforderungen mit dem Produkt umsetzen. Aber ganz generell hat es ein standardisiertes Logging, es gibt so ein Application Management Interface, über die die Schnittstellen im Prinzip angesteuert werden können und auch im laufenden Betrieb gequeried werden können auf ihre Eigenschaften hin, welchen Betriebszustand die sich befinden, und es können auch gewisse Änderungen praktisch zur Laufzeit vorgegeben werden. Solche Mechanismen gibt es. Gibt es für solche Sachen, oder ich nehme einfach mal an, dass es das gibt, solche Abnahmemechanismen innerhalb der LBBW, wo da neue Applikationen abgenommen werden müssen, bevor sie in die Produktion gehen können? Was so. Für Erfahrungen haben Sie damit jetzt, wenn man solch eine Python-Anwendung denen jetzt vorsetzt und die damit jetzt auf einmal klarkommen müssen? Also es gibt jetzt da nicht so einen standardisierten Review-Prozess in irgendeiner Stelle, dass es da eine Zertifizierungsstelle gibt. Bei uns im Haus ist es so, dass das eine relativ dezentrale Lösung von der ganzen Gestaltung ist. Und bei uns werden praktisch das Framework-Release wird praktisch mitgetestet mit den Schnittstellen, die auf dieser Version basieren. Das heißt, da gibt es dann wirklich ein Testkonzept dafür und Abnahmeprozesse. Und damit wird praktisch das Schnittstellen-Framework mitgetestet. Ja. Aber gut, also diese Tests sind natürlich so gut wie spezifiziert. Und das Produkt an sich wird durch Testen mit Unit-Tests im Prinzip. Also die machen im Grunde genommen End-to-End-Testing und gucken sich nicht an, was wirklich dazwischen hängt. Ja. Eine ganz einfache Frage. Die Komplexität. Wie viele Knoten hängen so an dem Message-Bus dran, Rechnerknoten, und wie viele Message werden so am Tag verarbeitet? Oh, da muss ich passen, was aktuelle Zahlen angeht. Ist in Ordnung. Also über so eine einzelne Schnittstelle. Die oder insgesamt über den Bus, lässt sich das, oder ist das zu viel? Wie viele Rechner an dem Bus dranhängen? Mhm. Sehr viele. Sehr viele. Okay. Ja. Ja, das ist auch das ist eine sehr dezentral aufgebaute Technik von diesem Message Bus. Da gibt es keinen zentralen Server, also. Die einzelnen Schnittstellenkomponenten haben natürlich auf der Frage war ob es irgendwie ein zentrales Logging gibt. Im Prinzip ja, oder generell, dann könnte man das, oder ich weiß nicht, ob jemand da einen Überblick hat oder ob das jemand macht, so Statistik oder irgend sowas, oder die Auslastung von dem System oder so Antwortverhalten, ja, Zeitverhalten. Also im Prinzip werden die einzelnen Systeme über Agenten überwacht und das geht dann halt an ein zentrales System zur Überwachung. So werden auch einzelne Logfiles überwacht. Also da gibt es dann wirklich, wird pro Adapter werden irgendwelche Regeln hinterlegt und die melden das dann über Agenten an ein zentrales System bei uns im Haus. Das ist, was die Technik angeht, HP OpenView. Und dann poppen halt irgendwelche regelbasierten Warnungen auf, wenn die Schnittstellen da außer Kontrolle geraten. Danke. Jedes Message, jede Operation, jede Transaktion generiert ihre Messages. Es wird nie aggregiert. Wenn ich 10 Swaps habe, habe ich 10 Messages, um das zu melden. Kann man so ganz grundsätzlich sagen. Unser Verarbeitungsmodell basiert eigentlich großteils auf unabhängigen Nachrichten. Okay. Recht herzlichen Dank. Ich bedanke mich.